Moin Sportfreunde, heute geht es um die feldmäßige Zerlegung des Revolvers Colt Trooper MK3 für die Reinigung. Und wenn du es sehen möchtest oder Schwierigkeiten dabei hast, dann bleib dran. Mein Name ist immer noch Alex und bin der Waffen-Nerd. Bevor wir anfangen, gibt es wie gewohnt einen Sicherheitscheck. Dafür müssen wir die Trommel ausschwenken und schauen, ob sich noch eine Patrone drin befindet. Nach dem Sicherheitscheck müssen wir als erstes auf der rechten Seite des Revolvers die Schraube lösen. Das mittels einem Schlitzschraubendreher. Bevor wir sie lösen, wollte ich euch noch sagen, dass sie federgelagert ist. Bitte etwas aufpassen, dass nichts verloren geht. Nachdem die Schraube gelöst ist, haben wir die Feder und den Pin. Hier nur zur Info, bevor wir den Revolver auf die rechte Seite umlegen. Im nächsten Schritt die Trommel ausschwenken und Richtung Laufrichtung entnehmen. Die Trommel können wir so reinigen. Als nächstes die Griffschale lösen. Dafür müssen wir auf der linken Seite des Revolvers die Schraube mittels einem Schlitzschraubendreher lösen. Ist der Schritt erledigt, müssen wir die Abdeckung abnehmen. Dafür müssen wir die zwei Schrauben lösen und das auch mittels einem Schlitzschraubendreher. Ist das erledigt? Bei dem Modell geht die Abdeckung etwas schwergängig ab. Hier muss ich etwas aushebeln. Wenn das erledigt ist, haben wir den Revolver in seine Baugruppen zerlegt. Nach dem Reinigen müssen wir den Revolver in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammenbauen. Mit der Abdeckung beginnen wir. Wenn sie aufliegt, können wir sie mittels den zwei Schrauben wieder befestigen. Dann verschrauben wir es wieder. Als nächstes die Griffschale. Wieder verschrauben. Ist das erledigt, kommt die Trommel dran. Einschieben, einrasten, auf die linke Seite hinlegen, Pin rein, die Feder und verschrauben. Sicherheitscheck. Sicherheitscheck, sage ich schon. Funktionscheck und fertig sind wir. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video aushelfen oder dich unterhalten, falls du keine eigene hast. In dem Sinne, bis zum nächsten Video, der Waffen-Nerd. Ciao.